Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Unser München, Ihr städtisches Service-Magazin. Es ist das derzeit größte und ehrgeizigste Projekt in München in puncto Abwasserreinigung. Der Neubau der biologischen Reinigungsstufe 1 im Klärwerk Gut Großlappen. Tatsache ist, schon jetzt und auch in Zukunft wird dort das Abwasser fast zu 100% gereinigt und danach sauber dem Isar-Kanal zugeführt. Die Großbaustelle schreitet zügig voran. Hier in Großlappen entsteht Münchens Klärwerk der Zukunft. Nach 55 Betriebsjahren war die ursprüngliche Anlage der biologischen Reinigungsstufe 1 derart veraltet, dass sie abgebrochen werden musste. Seit 2 Jahren hat die Münchner Stadtentwässerung nun hier ein gigantisches Neubauprojekt. Auf insgesamt 8 Hektar und immer unter der Prämisse der Nachhaltigkeit. Also Nachhaltigkeit ist erstmal die biologische Reinigung als solches. Das ist ein sehr stabiler und beherrschbarer Prozess, womit man auf Dauer und gesichert das Abwasser in einen Zustand versetzen können, dass wir das bedenkenlos in die Isar bzw. in den Isar-Kanal ableiten können. Zusätzlich ist es so, dass wir auch mit allen Baustoffen so umgehen bzw. die so ausgewählt haben, dass wir A, die ihnen ökologisch unbedenklichen Rahmen haben und B, die tatsächlich dauerhaft für den weiteren Betrieb, ich sage jetzt einmal 40 Jahre, mindestens herhalten sollten. Rund 150 Millionen Euro wird die neue biologische Reinigungsstufe kosten. Die Herausforderung: Während der Baumaßnahmen muss die reguläre Abwasserreinigung auch weiterhin gewährleistet werden. Diese funktioniert seit über 50 Jahren nach demselben Prinzip. Eine biologische Kläranlage arbeitet grundsätzlich wie ein Bach oder Fluss, nur konzentrierter. Man muss Luft zuführen und Schlamm entziehen, damit am Ende klares Wasser übrig bleibt. Zentrale Bedeutung hat dabei hier der Bereich der Zwischenklärbecken. Hier wird ein großer Teil der Abfallstoffe entfernt. Ein Blick aus der Maulwurfperspektive zeigt, wie die biologische Reinigung im Wesentlichen funktioniert. Das Abwasser geht aus diesen Rohren, aus den Becken heraus und kommt in diese Zwischenklärbecken hinein, im Mittelbereich, und verteilt sich oben oberflächennah in dem Becken und kann hier sich beruhigen, wo sich dann die schwereren Teile, nämlich der Schlamm, absetzt. Der wird dann in diesen Rohren, roten Rohren wieder abgezogen und wandert wieder in die Belebungsbecken zurück. In der Stufe 2 aus den 80er Jahren wird dann das Wasser erneut gereinigt, bis es nach mehreren Prozessen endlich sauber ist. Und aus dem Schlamm wird schließlich Faulgas, sprich Energie, gewonnen. Knapp 3 Jahre soll das Großprojekt noch dauern. Mitte 2019, so der Plan, wird die neue Stufe 1 in Großlappen in Betrieb genommen. Freudige Gesichter gab es nun im großen Sitzungssaal im Rathaus. 64 SWM-Azubis wurden freigesprochen und haben somit offiziell ihre Lehre abgeschlossen. Freudige Gesichter gab es aber auch auf Seiten der Ausbilder, denn die Abschlussnoten konnten sich sehen lassen. Da sitzt der Manuel Westermeier. Mit insgesamt 96 von 100 möglichen Punkten hat Manuel Westermeier am besten abgeschlossen. Der frisch gebackene Elektroniker für Betriebstechnik freut sich ebenso über sein Abschlusszeugnis wie die übrigen 63 Auszubildenden, die heute freigesprochen werden. Viele Abschlussleistungen waren überdurchschnittlich, einige sogar hervorragend, 5-mal sogar unter 1,5. Also wir erleben heute einen sehr stolzen Personalgeschäftsführer, denn wie fast jedes Jahr, muss ich aber dazu sagen, haben unsere Auszubildenden auch im bayernweiten Schnitt hervorragend abgeschnitten. Wir haben heute 4 Auszubildende für ganz besonders gute Leistungen nochmal extra geehrt. Und da sind wir stolz drauf, dass wir haben seit Jahren ein sehr hohes und sehr anerkannt hohes Niveau und möchten es auch in den nächsten Jahren so beibehalten. Insgesamt bilden die Stadtwerke München 140 junge Menschen pro Jahr aus. 110 im gewerblichen und 30 im kaufmännischen Bereich. Dazu kommen 12 IT-Systemelektroniker, 10 Fachinformatiker Systemintegration und 2 Kfz-Mechatroniker für die Stadt. Äußerst vielseitig ist das Ausbildungsspektrum bei den Stadtwerken München, in einer Vielzahl von Berufen.
in Berufen, die technische Berufe wie Mechatroniker, Industriemechaniker sind, bis zu kaufmännischen Berufen, bis aber auch zu etwas exotischen Berufen, die ich aber umso wichtiger schätze, auch Fachkräfte für Bäderbetriebe, Fachkräfte für Fahrbetriebe. Also bei 13 Ausbildungsberufen, die wir als Stadtwerke München anbieten, kann ich wirklich über ein breites Portfolio viele Menschen in dieser Stadt, junge Leute einladen, sich auch für unsere Berufe zu interessieren. Wir sind ja ein Unternehmen mit über 8000 Mitarbeitern, das heißt, da bestehen in den einmal erworbenen Qualifikationen, in den erworbenen Ausbildungsabschlüssen viele Weiterentwicklungsmöglichkeiten, viele Fortbildungsmöglichkeiten und auch ganz viele weiterfolgende Karriereschritte. Das heißt, auch da gilt, jetzt geht es eigentlich diesbezüglich dann erst richtig los mit dem Arbeitsleben und auch da gilt, wir haben große Auswahl und große Möglichkeit. Der Brauch der Freisprechung geht zurück auf das Mittelalter. Der Lehrling rückte nach seiner Ausbildung zum Gesellen auf, mit dem Recht auf eigenen Lohn. Damit schied er aus dem Familienverband des Meisters aus und war frei. Erste Folge, die zur Freisprechung übliche feierliche Brotzeit, durfte der Geselle gleich selber zahlen. Hier brechen die SWM allerdings mit der Tradition und laden ihre Ex-Azubis heute ein. Und bei den SWM beginnt schon bald das neue Ausbildungsjahr. Ja, wir werden wieder 140 neue junge Menschen am 1. September bei uns begrüßen. Wir werden auch wie in den Vorjahren für die Landeshauptstadt München Auszubildende bei uns ausbilden. Und auch da gilt 13 Berufe, alle auf Null, alles geht los. 1. September ist der Start. Die Feier und das Ende der Lehrzeit sind vom Mittelalter bis heute geblieben. Sonst hat sich allerdings viel geändert. Einen Lohn gibt es schon während der Lehrzeit und auch junge Frauen sind in der Ausbildung heute längst eine Selbstverständlichkeit. Ganz neue gastronomische Wege geht der Tierpark Hellerbrunn. Dort wurde nun der sogenannte Tao-Garten feierlich eröffnet. Ein Hauch von Asien mitten im Landschaftsschutzgebiet. Zuvor stand an dieser Stelle der Löwenkiosk. Dieser war zuletzt allerdings arg in die Jahre gekommen und wurde nun durch eine neue tierische Wohlfühloase ersetzt. Die neue Riesenschildkröten-Außenanlage steht mittendrin. Und auch die Elefanten und kleinen Pandas sind nicht weit. Die Löwen fast zum Greifen nah. Der neue Tao-Garten im Tierpark Hellerbrunn lädt ab sofort zum gemütlichen Verweilen ein. Tao ist thailändisch und heißt Schildkröte. Hier am neuen Asien-Kiosk lautet das Motto ab sofort: Essen und Trinken in der Natur mit Tierbezug. Die Architektur ist ein Stilmix aus Fernost in der Hellerbrunner Geozone Asien. Für uns war besonders wichtig, dass wir hier vorwiegend natürliche Materialien einsetzen. Das heißt Holz, Stein, andere natürliche Materialien, sehr viele Pflanzen. Wir haben hier über 1700 neue Pflanzen, Stauden und Gräser gepflanzt, um dem Ganzen wirklich auch einen schönen Gartencharakter zu geben. Wir haben die Bäume alle erhalten, haben sie sogar ein bisschen mehr in den Vordergrund gestellt und die Tiere um uns herum, die Gäste bei den Tieren, die Tiere bei den Gästen. Das war uns besonders wichtig und die Architektur sollte Akzente setzen, aber sich nicht in den Vordergrund spielen. Also man soll ein Gefühl bekommen, aber nicht das Gefühl, hier ist die Architektur dominant, sondern die Natur und die Tiere spielen hier immer noch die Hauptrolle. Man sitzt und speist auf massivem Eichenholz. Auch Kaffee und Kuchen bekommt man hier. Doch der Schwerpunkt im Tao-Garten liegt auf asiatisch und bayerisch regional. Betreiber ist Wiesenwirt Siegfried Able. Der Tao-Garten ist bereits sein drittes Projekt im Tierpark Hellerbrunn. Wir haben einmal ein Thai-Curry. Also ich glaube, das ist der Klassiker für jeden, der in Asien schon mal Urlaub gemacht gehabt hat. Dann haben wir noch Frühlingsrollen, Yakitori-Spieße. Wir haben ganz moderne Wraps. Also ist für jeden etwas dabei, Glasnudelsalat. Also wir können eigentlich mal von jedem, was die leichte Küche aus dem asiatischen Bereich betrifft, jemanden zufriedenstellen, wie aber auch gleichzeitig, wenn es ums Deftige geht, da ist dann auch immer Schnitzel mit dabei. Die Dachterrasse garantiert einen 360-Grad-Rundumblick für die Besucher. Der Tao-Garten ist als asiatisches Landschaftsprojekt konzipiert, auf einer Fläche von 140 Quadratmetern. Er hat täglich, also auch bei Regenwetter, geöffnet. Denn auch da gibt es genug Platz zum Unterstellen. Und bei uns, liebe Zuschauer, geht es jetzt weiter mit unseren Veranstaltungen. Heute mit einem Porträt über Paul Behren in einem Sommerschwerpunkt. Das junge Schauspieltalent ist seit der Spielzeit 2015-2016 neu im Ensemble des Münchner Volkstheaters. Ganz einfach. Niederreißen, was niedergerissen werden muss. Ein für alle Mal. Sonst nichts.
und das Leid auf sich nehmen. Komm. Komm, wir gehen jetzt. Gehorche! Paul Behren spielt einen der berühmt-berüchtigsten Mörder in der Literaturgeschichte. Rodion Raskolnikow aus Dostojewskis Schuld und Sühne. Kaum hat das erste feste Engagement des 25-Jährigen hier im Münchner Volkstheater begonnen, darf er prompt auch schon eine Hauptrolle spielen. Und dann auch noch in diesem begnadeten Klassiker. Das ist eine große Verantwortung, die man da hat. Und ich versuche einfach, zu machen, so gut es geht. Was habt ihr mit meinen Schuhen gemacht? Ich sehe, die Narrheit nimmt in dir wieder überhand. Ich will meine Schuhe haben! Der bettelarme Student Raskolnikow hat eine Theorie entwickelt. Er glaubt, außergewöhnliche Menschen dürfen vermeintlich wertlose Menschen umbringen, wenn es im Dienst des allgemeinen Fortschritts geschieht. Deshalb ermordet Raskolnikow eine raffgierige Pfandleiherin und ihre Schwester. Was ich herausfordernd finde an dieser Rolle, ist dieses Unberechenbare, diese Achterbahnfahrten, die diese Rolle durchlebt. Wir starten ja da, wo der Mord schon begangen wurde und erzählen dann sozusagen seine Geschichte oder seine Entwicklung bis zum Geständnis am Schluss. Und das ist natürlich ein Prozess bei ihm. Immer wieder wird er mit seinem Gewissen konfrontiert, vor allem von außen. Immer wieder versucht er sich Mut selber zu geben, um diese Tat zu rechtfertigen. Dass er nur Gutes wollte, dass er eigentlich sozusagen was Gutes für die Menschheit, eine Vision hatte. Nach nur einer Spielzeit ist das junge Talent bereits in 6 Produktionen zu sehen. So auch hier in Katzelmacher von Rainer Werner Fassbinder. Eine große Ehre, wenn man direkt von der Schauspielschule kommt. Geboren ist Paul Behren in Filderstadt bei Tübingen. Studiert hat er an der Folkwang-Universität der Künste in Bochum. Ein guter Schauspieler muss für ihn vor allem eins können. Ein Geld mussten wir geben. Lebendig sein. Also dann und an Grenzen gehen, dann kommt es bei mir an, mich berühren. Das wünsche ich mir immer von Schauspielern, die mich berühren oder Stücke, die mich emotional irgendwie catchen. Ja. Paul Behren, zu sehen im Münchner Volkstheater, auch in der neuen Spielzeit 2016-2017. Soweit unser München für den Moment, liebe Zuschauer. Doch auch nächste Woche sind wir wieder da mit den neuen Themen aus der Landeshauptstadt. Für heute bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch weiterhin viel Spaß mit unserem Programm auf München TV. Auf Wiederschauen. Es rockt. Die Stadtsparkasse München präsentiert Aktionen für junge Kunden. Es rockt bietet exklusive Events, attraktive Gewinnspiele sowie lukrative Vorteilsaktionen. Wie Tollwood-Festival, Kino-Events oder vergünstigte Eintrittskarten zu spannenden Spielen der Münchner Löwen. Es rockt. Vorsprung durch Wissen mit Seminaren und Workshops zu Finanzen und Karriere. Zum Beispiel, wie finanziere ich mein Studium oder fit für den ersten Arbeitstag. Es rockt. Das Programm der Stadtsparkasse München für coole Leute. Infos im Blog, auf Facebook und unter www.s-rockt.sskm.de oder in den 80 Filialen in unserer Stadt. Stadtsparkasse München, die Bank unserer Stadt. Das rockt!